Ja, genau. Kleine Lerneinheiten einfach in StudiP erstellen. Das soll das Thema sein. Was machen wir heute? Zunächst gebe ich Ihnen eine kurze Einführung in die verwendeten StudiP-Plugins. Genau. Dann gebe ich Ihnen einen Einblick in eine bestehende Lerneinheit mit Aufgaben. Also wo ein Kollege, das ist nicht bei uns, sondern es kommt übrigens aus Osnabrück, was ich Ihnen präsentieren werde. Dort hat ein Kollege etwas vorbereitet in Courseware. Und das werde ich Ihnen präsentieren, damit Sie erstmal einen Einblick bekommen, worüber reden wir erstmal. Und dann gehen wir in die Erstellung von einer Lerneinheit und auch eines Übungsblattes. Also das ist so der Ablauf. Und wie gesagt, es wird relativ viel über Bildschirmfreigabe gehen, dass ich Ihnen viel zeigen werde. Genau. Es wird keine komplette Schulung werden. Sie werden danach noch nicht unbedingt Courseware in vollem Umfang nutzen können. Da werden bestimmt die eine oder andere Frage wird nicht beantwortet werden können. Dazu ist die Zeit heute zu gering, zu wenig Zeit. Aber ich hoffe, ich kann Sie neugierig machen und dass Sie vielleicht dann doch sich Courseware und WIPS einmal anschauen. Ja. Genau, bevor wir jetzt weitermachen, wollte ich einmal kurz in die Runde fragen. Sie sehen jetzt die Umfrage, die sich geöffnet hat. Welchen beruflichen Hintergrund haben Sie? Damit ich so ein bisschen einschätzen kann, habe ich das eher mit Didaktikern oder eher mit Lehrenden zu tun. Wäre schön, wenn Sie eine Rückmeldung geben. Ah, sonstige haben wir auch dabei. Das ist auch interessant. Wenn Sie mögen, können Sie das gerne im Chat nochmal erläutern. Was ich dort nicht erfasst habe in dieser Übersicht und welchen Hintergrund Sie haben. Aber ansonsten, neben den sonstigen, haben wir mehr Dozentinnen als Didaktiker. Das ist schon mal schön. Denn für die Lehrenden, ich freue mich natürlich auch über alle Didaktiker, aber unser Programm richtet sich ja auch an die Lehrenden und wir versuchen auch, unsere Lehrenden zu erreichen. Und wenn das gelingt, dann freuen wir uns. Ah, Produktmanagement, okay. Studiengangsentwicklung, also eher aus der Verwaltung, okay. Gut. Ja, dann herzlichen Dank für diesen kleinen Einblick. Dann gehe ich weiter in der Präsentation. Genau, also es geht um StudiP und es geht um die Plugins, Courseware und WIPS. Und die verbergen sich in StudiP hinter der Mehrseite. Also um die dann zu entdecken und zu aktivieren, muss man über die Mehrseite gehen. Und dazu habe ich auch noch eine weitere Abfrage vorbereitet. Zunächst würde ich gerne wissen, wie häufig verwenden Sie StudiP und kennen Sie die Mehrseite in StudiP? Gar nicht, okay. Also gut, das sind 12 Teilnehmende. Ich habe 8 Rückmeldungen auf der linken Seite, 9 Rückmeldungen. Okay, es sind regelmäßige Nutzer und Nutzerinnen. Das ist sehr schön. Ab und zu und gar nicht. Okay, aber ich hoffe, vielleicht lädt es Sie dazu ein, dann StudiP zu nutzen. Und auf der rechten Seite kennen 2 die Mehrseite gar nicht. Eine hat sie noch nicht genutzt, aber hat sie sie schon mal gesehen. 4 haben sie schon mal genutzt und 3 nutzen sie regelmäßig. Das ist schon mal schön, dass die Mehrseite, denn das ist immer gar nicht so, so der Standard, dass die Lehrenden oder die Nutzenden von StudiP, dass sie die Mehrseite auch entdeckt haben und wissen, was sich dahinter verbirgt. Aber ich hoffe, ich kann heute zumindest 2 Elemente der Mehrseite Ihnen heute ein wenig näher bringen. Ja, danke schön für diese Rückmeldung. Genau. Erstmal geht es um das Plugin Courseware. Courseware, das sehen Sie schon in dieser Abbildung, ist ein Plugin in StudiP, womit Sie Lerninhalte erstellen können. Und diese Lerninhalte können verschiedene Elemente beinhalten, und zwar Texte, Grafiken, Videos, Audios, Aufgaben, also ganz unterschiedliche Dinge, die Sie verwenden können, um Lerninhalte zu erstellen, Online-Lerninhalte zu erstellen. Und es ist also ein Autorentool. Ansonsten gibt es auch außerhalb von StudiP gibt es auch eine Menge Autorentools. Courseware ist das interne Autorentool, was Sie eben für die Erstellung von Online-Lerninhalten nutzen können. Und eigentlich ist es das Ziel von Courseware,
dass die Produkte oder das, was sie dort erstellen, als Ergänzung des Präsenzunterrichts dient. Also es ist nicht innerhalb des Präsenzunterrichts zu verwenden, aber als Ergänzung, als Selbstlernmaterialien zu verwenden. Genau, es wird eingesetzt, damit die Studierenden Lerninhalte wiederholen und vertiefen können und vielleicht auch angeregt werden zu lernen, wenn man schöne Lerninhalte hat und auch wenn Lerninhalte gut aufbereitet sind, dann fördert das eben auch die Lernprozesse und dafür ist eben Courseware mit integriert in StudiP. Das zweite Element, was ich Ihnen heute vorstellen werde, ist WIPS. WIPS ist dient der Erstellung von Aufgaben und Übungsblättern. Das heißt, Sie können Sie Aufgaben verschiedenster Art erstellen, Single-Choice-Aufgaben, Multiple-Choice-Aufgaben, Sie können Freitext verwenden. Es gibt eine ziemlich große Bandbreite an Aufgabenarten, die Sie hier erstellen können in WIPS. WIPS werden wir heute nicht ganz so intensiv machen, sondern relativ rudimentär. Nur das Wichtigste, dass Sie erstmal überhaupt wissen, was kann es oder beziehungsweise erstmal überhaupt es gesehen haben. Ja, WIPS ist also ein Online-Übungstool, auch zur Ergänzung des Präsenzunterrichtes. Fragen kann man natürlich auch immer im Präsenzunterricht gerne verwenden, aber dann sind es eher andere Tools, die man dort einsetzt, nämlich Clicker-Tools oder auch bekannt unter ARS, Audience Response Systeme. Das soll WIPS nicht sein, es ist eigentlich ein zur Ergänzung des Präsenzunterrichtes. Was schön ist, die Studierenden, die dort oder die Übungen dort durchlaufen kriegen, können direktes Feedback bekommen. Also es ist allerdings eine Einstellungssache. Es kann WIPS, die Übungen können so eingestellt werden, dass die Studierenden sofort die Lösung bekommen oder auch erst zur Abgabe, ab einem bestimmten Zeitraum oder ab einem bestimmten Termin, dass sie dann erst die Lösung erhalten. Also es ist eine Einstellungssache, aber die automatische Auswertung ist natürlich mitgegeben in WIPS. Und das Schöne ist, man kriegt eine übersichtliche Info zum Lernfortschritt. Auch die Studierenden kriegen dann eine Rückmeldung. Also wo stehe ich eigentlich, was habe ich erreicht, wie sind meine Ergebnisse bei den und den Übungen, Aufgaben ausgefallen. Es wird auch eingesetzt zur Wiederholung und Anwendung von Lerninhalten. Auch damit sollen Lernprozesse aktiviert werden und Lernerfolge auch gesichert werden. Also wenn man jetzt, man kann auch die Übungen kann man natürlich auch auswerten und man sieht dann eben auch, wer hat was schon erreicht. Es gibt insgesamt drei Arten von Übungsblättern in WIPS. Es gibt Selbsttests, es gibt Übungen und Klausuren. Diese drei verschiedenen Übungsblätter oder Aufgabenblätter kann man erstellen. Selbsttests sind die Tests für Studierende, die sofort, also da kriegen die Studierenden sofort die Auswertung und kriegen sofort die Rückmeldung, ist es richtig oder falsch. Eine Übung dient dazu, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Test freizuschalten und erst nach Erreichen dieses Zeitpunkts ist die Übung dann auch beendet. Man kann dann auch danach nicht mehr teilnehmen und dann gibt es eine Rückmeldung auch für die Studierenden, wie sie abgeschnitten haben. Und es gibt auch die Möglichkeit der Klausuren, für formale Klausuren kann WIPS eingesetzt werden, ist allerdings an der HWK. Für meine Kollegen von der HWK läuft das nicht über WIPS, da setzen wir Moodle ein, aber theoretisch geht es auch über WIPS, dass dort E-Klausuren durchgeführt werden können. Ja, das ist so die kurze Einleitung zu vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nein, das wollen wir noch nicht. Ich werde Ihnen jetzt das praktisch vorführen. Ich bitte Sie jetzt einmal kurz um das grüne Zeichen. Wenn Sie keine Fragen mehr haben, dann gehe ich weiter. Ich sehe eine Wortmeldung. Rot heißt, dass Sie eine Frage haben. Dann gebe ich Ihnen kurz Zeit, diese Frage im Chat zu stellen. Ich sehe aber nur grüne Haken, also gehe ich weiter. So, was wir jetzt machen, ist, dass ich Ihnen, achso, Frau Bittner, Sie haben sich zu Wort gemeldet, könnte aber sein, dass Sie sich einfach verklickt haben. Okay. Verklickt. Genau. Gut. So, ich gebe Ihnen jetzt meinen Bildschirm frei und jetzt zeige ich Ihnen, worum es geht. Achso, nein, ich gebe Ihnen meinen Desktop frei, dann sehen Sie gleich alles. Genau, ja, also Sie sollten jetzt
mein Desktop sehen, mein Browser. Wenn es in der Darstellung zu klein ist, haben Sie oben rechts in dem Freigabefenster in Adobe Connect ist so ein Zeichen mit vier Pfeilen oben rechts in der Ecke. Da können Sie das Fenster maximieren und Sie sehen dann nur noch das Fenster, falls Ihnen die Darstellung zu klein ist und Sie nicht genug sehen. Das hängt immer davon ab, an welchem Rechner Sie sitzen und wie groß der Bildschirm ist. Aber das ist eine Möglichkeit, wie gesagt, auf das Symbol oben rechts in dem Fenster zu klicken. Ja, ansonsten sehen Sie jetzt erstmal das Falsche. Wir gehen erstmal in StudiP der Uni, in das StudiP der Universität Osnabrück. Hier ist mein eKult-Kollege Rainer Jacobs sehr aktiv, auch in Courseware, und hat eine sehr schöne Lerneinheit entwickelt, nämlich zum Thema die deutsche Romantik. Und das ist dabei rausgekommen. Sie sehen jetzt, also ich bin hier oben in einem Kurs und habe hier den Reiter Courseware aktiv. Und Sie sehen jetzt auf der linken Seite den Inhalt von Courseware mit den verschiedenen Kapiteln. Also dieses Werk umfasst vier Kapitel, nämlich die Kapitel romantische Kunst, romantische Literatur, Malerei und Musik. Und darunter sind dann die einzelnen Unterkapitel dieser Kapitel und auch hier, wie gesagt, angegeben. Auf der rechten Seite sehen Sie die Inhalte oder den Inhalt dieser einen Seite, die ich jetzt aufgeklickt habe, und Sie sehen, dass hier Text ist. Und das hier unten ist wahrscheinlich ein Relikt aus einer Schulung. Das sollte wahrscheinlich irgendwann mal gelöscht werden. Es sollte wahrscheinlich nur darstellen, in Courseware kann man auch Internetseiten mit integrieren und gehört aber nicht zum eigentlichen Thema der Romantik. Deshalb scrolle ich jetzt wieder hoch, dass man das gar nicht sieht. Aber das ist eine Seite, wie sie typischerweise in Courseware aussehen kann. Man kann jetzt navigieren, entweder über die Navigation auf der linken Seite oder über diese Pfeile hier oben. Ich klicke jetzt mal hier auf den nächsten Punkt und dann sieht man schon, dass sich hier oben etwas geändert hat, das Symbol. Das heißt, das ist nämlich hier ein Videozeichen und das deutet mal darauf hin, dass in der Seite, die geöffnet ist, auch ein Video integriert ist. Und wenn ich jetzt hier runter scrolle, dann sehe ich hier das Video und ich klicke mal drauf. Dann öffnet sich das. Sie können jetzt den Ton nicht hören, weil das eben nur auf meinem Rechner funktioniert, aber Sie sehen das Video, wie es abläuft. Und das Schöne ist, ich zeige Ihnen das mal, oder ich lasse es einfach weiterlaufen. Es ist ein 3-Minuten-Video oder fast 4-Minuten-Video, aber dieses Video läuft nur eine halbe Minute. Es wird gleich aufhören, denn man kann, genau, jetzt ist der Bereich zu Ende, den Rainer sichtbar schalten wollte. Das heißt, man kann Videos nicht, die Videos werden nicht in voller Länge unbedingt integriert, sondern man kann sagen, ich möchte nur die von Minute 4:30 bis Minute 5:12 das Video abspielen lassen und dann wird aus einem Video nur ein bestimmter Bereich dargestellt. Sie sehen auch, dass es ein YouTube-Video ist, was hier geteilt wurde. Das heißt, man kann mit den YouTube-Funktionalitäten, das heißt nach Beenden des Videos, hat man eben auch die Möglichkeit, in andere Dinge zu verzweigen, weil es eben direkt verlinkt ist in YouTube. Das hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist, dass man natürlich einen großen Schatz an Videos auch mit integrieren kann und auch sich keine Gedanken machen muss um Nutzerrechte, weil man es verlinkt. Das ist ein großer Vorteil dieses Verlinkens, denn man bleibt ja in diesem YouTube-Kanal. Aber der Nachteil ist eben auch, dass man vielleicht abgelenkt wird durch die Bilder, die nach dem Ablauf eines Videos dann hier erscheinen. Ich kann es allerdings auch nochmal abspielen und dann geht das wieder von vorne los. Genau. Ja, ansonsten, was ich sehe hier noch auf der Seite, ich sehe noch mehr Text, ich sehe hier wieder Bilder. Und ich sehe ein weiteres Video und hier unten eine Frage. Diese Fragen, die beziehen sich in diesem Fall auf das Video. Ich habe mir jetzt dieses Video nicht angeguckt, was hier vorne ist, aber ich kann jetzt mal versuchen, diese Fragen zu beantworten. Das sind die Wesenszüge des romantischen Anliegens. Okay, ich klicke jetzt einfach mal diese Option an und schicke sie ab.
und kriege jetzt die Rückmeldung, der Lösungsversuch war noch nicht korrekt. Versuchen Sie es bitte noch einmal. Sie haben noch zwei Versuche. Ich schicke das noch einmal ab, dann habe ich noch einen Versuch und ich schicke es ein weiteres Mal ab. Und dann bekomme ich die Lösung. Also ich sehe, was ich falsch gemacht habe. Ich hatte das hier angeklickt. Das hier wäre richtig gewesen und das habe ich nicht angeklickt. Also solche Fragen direkt zu dem Inhalt, also zu einem Video oder zum Text oder kann man ganz schön in Courseware mit integrieren. Wenn ich jetzt auf die nächste Seite klicke, ich kann hier oben einfach weitergehen auf die nächste Seite, dann habe ich hier nochmal wieder das Gleiche mit verschiedenen Videos. Sie sehen auch diese Videos zum Teil öfter, aber dann werden nur verschiedene Ausschnitte dieser Videos gezeigt. Das ist eben der Vorteil, dass man bestimmte Segmente markieren kann eines Videos. Und ich habe hier, deshalb zeige ich Ihnen diese Seite nochmal, eine Frage, eine Zuordnungsfrage, wo Sie hier Bilder haben und die sollen Sie nach links verschieben. Also es ist einfach nochmal ein anderer Aufgabentyp, den ich hier präsentieren möchte. Und hier soll man den Bilder, den Aussagen zuordnen und das kann ich hier, glaube ich, nach links verschieben. Das sind hier griechische Idealbilder, das gehört dazu. Romantisiert ist wahrscheinlich hier. Und dann schiebe ich das mal nach unten und ich sage abschicken und ja, alles richtig. Jetzt habe ich hier auf der linken Seite meine Antworten und auf der rechten Seite könnte ich jetzt vergleichen, wenn dieses auf der linken Seite nicht richtig wäre, könnte ich mir auf der rechten Seite die richtigen Antworten angucken. Ja, das ist schon das, was ich Ihnen zeigen wollte in Courseware. Und jetzt würde ich gerne nochmal von Ihnen, jetzt muss ich erstmal, jetzt kann ich das hier gar nicht löschen, die Rückmeldung, von Ihnen kurz wissen, ob Sie das gut, gut verfolgen konnten. Geben Sie mir noch mal einen grünen Haken bitte, wenn alles okay ist, wenn keine Fragen geblieben sind, oder ein Rot, wenn noch Fragen offen sind. Sie müssten genau einmal noch mal das noch zurücknehmen und wieder neu starten. Wer Adobe Connect kennt, weiß, dass ich jetzt, wenn ich die Bildschirmfreigabe mache, nicht alle Funktionen zur Verfügung habe und ich kann die sonst kann ich den Status zurücksetzen, aber jetzt gerade nicht, wo ich im anderen Programm bin. Gut, also ich gehe davon aus, ich habe fast nur grüne Haken. Dankeschön und dann gehen wir weiter. Und zwar, hoch, jetzt habe ich das wieder gestartet. So, jetzt gehe ich, jetzt switche ich das StudiP. Jetzt bin ich nicht mehr in dem Osnabrücker StudiP, sondern in dem StudiP der HBK. Und hier habe ich, jetzt muss ich hier mal, jetzt habe ich eine Frage. Oh ja, die Videos stammen aus YouTube, wurde gefragt. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Ja, es gibt noch andere Möglichkeiten. Sie können natürlich auch eigene Videos verlinken. Sie können alles auch in einem iPhone, also wenn Sie irgendwo eine andere Quelle haben im Netz, die Sie verknüpfen wollen, dann ist das möglich. Sie können aber auch Filme auch hier hochladen in StudiP und dann verlinken. Also da ist eine ganze Bandbreite möglich. Also eigene, sowohl eigene selbstgemachte Videos als auch auf YouTube veröffentlichte oder irgendwo anders veröffentlichte Videos. Genau. Aber das werden wir auch gleich noch sehen, weil wir ja gleich noch in die Erstellung gehen. Ja, ich habe jetzt hier, bin ich jetzt in dem StudiP. Ich muss mal kurz gucken, was. Ach, so, jetzt ist das wieder ein bisschen kleiner, das Fenster unten rechts, denn sonst haben Sie, glaube ich, immer so einen grauen Bereich. Ja, ich bin jetzt in dem StudiP und ich möchte jetzt gerne so etwas einrichten bei mir in meiner Veranstaltung. Ich habe diese Veranstaltung mal angelegt, die heißt Digitale Medien in der Lehre. Was brauche ich zur Vorbereitung, wenn ich so etwas umsetzen möchte? Dann habe ich mich vorbereitet, indem ich erstmal jetzt in Word, jetzt haben wir hier noch weitere Fragen. Ja, genau, Frau Wittner, ja. Sie müssen ein eigenes Video in die Dateien hochladen, um es in Courseware nutzen zu können. Genau, ja. Da oder irgendwo anders hin. Mhm. Genau, Sie können es natürlich auch, Sie können auch andere, wir haben zum Beispiel an der HWK haben wir den Videoserver, da auch da könnte man Videos hochladen und dann verknüpfen. Sie können es aber auch in den Dateibereich hochladen. Genau. Ja.
Dann, also ich habe mich jetzt vorbereitet, ich möchte jetzt ein Courseware-Inhalt, also ein Online-Lerninhalt erstellen mit diesem Inhalt. Das habe ich vorbereitet. Ich habe mir im Vorfeld Gedanken gemacht, wie strukturiere ich das, habe das jetzt mal in Word umgesetzt und habe hier mein Inhaltsverzeichnis, habe zum Kapitel 1 der Einführung, habe ich schon so ein paar, weil ich mir Texte aus, also habe ich Texte erstellt. Und ich habe auch im Kapitel 2 Aktivierung von Studierenden, habe ich jetzt mal ein Kapitel interaktive Nutzung von PowerPoint, das möchte ich gerne zeigen. Und da möchte ich auch Abbildung mit integrieren. Die habe ich jetzt hier auch schon mal vorbereitet. Und ich habe auch ein Video, was ich mit integrieren möchte. Und möchte natürlich auch, da habe ich jetzt auch hier schon den Link mal mit erfasst, damit ich dann auch jetzt gerade für heute, für die Erstellung, dass das relativ schnell geht. Und ich habe mir auch eine Frage ausgedacht, die ich auch hier erstellt habe. Das heißt, das Erste, was wir also machen, ist, dass wir mal gucken, ich scroll jetzt wieder hoch, dass man zunächst einmal diese Struktur dessen, was ich vermitteln möchte, umsetze in Courseware. Jetzt gehe ich wieder in mein StudiP und jetzt klicke ich auf die Mehrseite. Denn ich habe noch WIPs und Courseware nicht aktiv. Aber auf der Mehrseite finde ich, es ist jetzt in dieser Ansicht, es ist alphabetisch geordnet. Das heißt, hier habe ich Courseware, das möchte ich gerne aktivieren. Da war die Checkbox nicht aktiv und ich möchte WIPs aktivieren. Muss ich natürlich ganz nach unten, weil es mit V finde ich natürlich ganz unten. So, jetzt habe ich beides aktiviert. Es reicht einmal der Klick auf diese Elemente. Und wenn ich jetzt hochscrolle, sehen Sie, dass hier WIPs und Courseware jetzt aktiv ist. So, erstmal gehe ich in Courseware, weil ich dort ja meine Struktur erstellen will. Ich habe das schon ein wenig vorbereitet. Ich habe schon eine kleine Struktur. Ich habe schon mal angefangen, sage ich mal, mit der Struktur. Sie sehen jetzt hier auf der linken Seite hier unten den Inhalt. Das heißt, Sie sehen, ich habe schon die Einführung vorbereitet und ich habe Digitales im Präsenzunterricht vorbereitet, was ja ein Unterkapitel meines Lerninhalts sein sollte. Und Sie sehen jetzt rechts auf der Seite, dass hier auch schon Text erfasst ist. Wenn Sie Courseware öffnen, öffnen Sie das immer im Studentenmodus. Und wenn Sie jetzt etwas bearbeiten wollen, dann müssen Sie in den Autorenmodus wechseln. Das tue ich jetzt mal. Ich wechsle jetzt in den Autorenmodus und Sie sehen, dass sich jetzt hier die Ansicht auch geändert hat. Also ich habe jetzt hier auf der linken Seite meine Struktur und auf der rechten Seite den Inhalt, das ist so geblieben, aber ergänzt durch Bearbeitungsfenster. Ich kann etwas löschen, ich kriege Informationen und ich kann weitere Inhalte hinzufügen, hier unten über die Blöcke. Das Erste, was ich jetzt machen würde, ist, dass ich jetzt mal gucke, also der Inhalt, der ist schon angefangen. Ich habe das Einführungskapitel, ich habe das Digitale im Präsenzunterricht, das habe ich vorbereitet. Ich gucke jetzt mal eben in mein Word, da sehe ich also, dass ich noch die weiteren Kapitel Digitales als Ergänzung zum Präsenzunterricht anlegen müsste und Digitales als Ersatz für Präsenzunterricht. Das tue ich jetzt mal. Da kann man nämlich hier die Kapitel einfügen und ich kann jetzt hier sagen, Digitales als Ergänzung zum Präsenzunterricht. Wie schön, dass ich das schon mal gemacht habe. Dann kriege ich nämlich gleich die Vor... ich habe nämlich geübt vorher und ich habe jetzt die Vorschläge bekommen und kann jetzt sagen, okay, Digitales als Ergänzung soll richtig sein. Ich habe hier auch die Möglichkeit, ein Datum einzugeben. Wenn ich hier einen Termin eingebe, ist diese Lerneinheit erst ab diesem Termin sichtbar. Das heißt, man kann etwas vorbereiten, ohne dass die anderen dass die Studierenden es schon sehen, indem man eben dieses Freischaltungsdatum definiert. Ich möchte es aber jetzt gleich sichtbar haben. Das heißt, ich klicke jetzt hier auf den Haken. Und jetzt habe ich hier das nächste Kapitel Digitales als Ergänzung zu Präsenzunterricht. Und ich sage jetzt auch noch Digitales als Ersatz von Präsenzunterricht. Das sollen meine 4 Einheiten sein. Genauso gehe ich vor, wenn ich jetzt Unterkapitel einfüge. In der Einführung brauche ich kein Unterkapitel. Da habe ich nur in meiner Struktur, ich gehe nochmal wieder zurück in Word, gucke mir das an. Die Einführung hat kein Unterkapitel.
aber Digitales im Präsenzunterricht, das untergliedert sich in Allgemeines und in Aktivierung von Studierenden, das untergliedert sich nochmal wieder. Und das nächste Kapitel ist Öffnung des Seminarraums Hörsaals. Das sind so die Kapitel, die ich mir vorgestellt habe. Jetzt gehe ich wieder zurück in mein Courseware und sage hier in diesem Bereich, ich klicke es an, dieses Kapitel, und kann jetzt, wenn ich runterscrolle, hier weitere Unterkapitel hinzufügen. Also ich habe hier schon Allgemeines, ich habe Aktivierung von Studierenden und ich kann jetzt auch noch ein weiteres Kapitel hinzufügen, nämlich Öffnung, glaube ich, Öffnung des Seminarraums, genau so war das, des Hörsaals, und ich sage okay, und jetzt habe ich hier meine, so kann ich dann meine Struktur weiter ermitteln. So, jetzt sehe ich gerade, Frau Bittner musste sich schon verabschieden. Okay, gut. Dann. Gut, ja, wenn ich jetzt, das sieht man, um so ein bisschen zu kontrollieren, hier ist die Kontrolle ein bisschen schwierig, weil man so viele Funktionen hat in dem Autorenmodus. Aber wenn ich nochmal in den Studentenmodus gehe, dann sehe ich das nochmal ein bisschen übersichtlicher. Auch hier links meine Struktur und kann gucken, ob das so passt. So, jetzt hatte ich ja noch ein weiteres Unterkapitel, nämlich diese Aktivierung von Studierenden. Da möchte ich weitere Unterkapitel anlegen, nämlich interaktive Nutzung von PowerPoint und Einsatz von ARS bzw. Clicker-System. Und da muss ich jetzt anders vorgehen, weil auf dieser Seite kann ich nur zwei Ebenen definieren, aber ich habe noch die Möglichkeit über weitere, ach so, jetzt muss ich wieder in den Autorenmodus natürlich, über weitere Abschnitte etwas zu erstellen. Sie sehen, wenn ich jetzt Digitales im Präsenzunterricht öffne, dann habe ich hier schon das vorbereitete interaktive Nutzung von PowerPoint und ich wollte den nächsten Abschnitt noch einfügen, nämlich das war Einsatz, Nutzung von Clicker, Nutzung von ARS beziehungsweise Clicker-Systemen. So, das wäre jetzt ein weiterer Abschnitt, sodass ich jetzt hier in diese Breite noch eine weitere Navigationsebene habe, um dann diese Unterkapitel noch darzustellen. So, das ist jetzt also zur Strukturierung, das soll auch dazu reichen. Und jetzt geht es an die Inhalte. Also ich habe jetzt meine Kapitel schon mal vordefiniert, ich habe meine Struktur und jetzt möchte ich die einzelnen Seiten weiterfüllen. Und jetzt gucke ich nochmal in meine Word-Datei, ich gehe nochmal rüber. Und wenn ich jetzt hier in mein Kapitel 2.2 gehe, nämlich Aktivierung von Studierenden, beziehungsweise 2.2.1, interaktive Nutzung von PowerPoint. Da habe ich zunächst einmal einen Text, den ich integrieren möchte. Den kann ich jetzt hier kopieren aus meiner Word-Datei. Mache ich über und gehe zurück in Courseware und sage, jetzt möchte ich einen weiteren Inhalt hinzufügen, einen Block hinzufügen. Blöcke sind immer Inhalte. Und da gibt es eine Menge an Inhalten, wie Sie sehen, das Aufklappmenü ist ziemlich umfangreich. Es gibt hier die Standardblöcke und es gibt erweiterte Blöcke. Im Moment, wir wollen uns erstmal nur in den Standardblöcken bewegen und da ist heute, dass jetzt erstmal der Freitext ist wichtig, das ist schon vordefiniert und ich sage Block hinzufügen. Dann bekomme ich hier so ein Editorfenster und ich kann hier die Inhalte hineinbringen. Nämlich, ich habe hier schon das gespeichert, ich sage Steuerung V. Und jetzt sehe ich, dass das hier so ein bisschen, muss ich an der Formatierung noch ein bisschen arbeiten. Und jetzt habe ich hier meinen Inhalt drin. Also der Text ist schon mal drin, den ich hier zu diesem Kapitel eintragen wollte. Das nächste ist, dass ich Bilder habe. Ich möchte hier Bilder einfügen, um das ein bisschen zu veranschaulichen, was ich da meine. Und die Bilder, die habe ich auch schon hochgeladen in StudiP. Und jetzt heute zur Vorbereitung habe ich schon mal die Links kopiert. Und diese Bilder sind, ich kann Ihnen das auch kurz zeigen, die sind hier schon in dem Dateibereich hochgeladen. Hier sind diese beiden Bilder, Sixtinische Madonna, sind zwei Bilder. Und hier, wenn ich jetzt hier draufklicke, dann kann ich hier die Linkadresse kopieren. Die muss ich einfügen in Courseware.
So, jetzt gehe ich wieder zurück und gehe wieder in den Autorenmodus. Ah, ich habe nicht gespeichert. Ich bin da rausgegangen, ohne zu speichern. Das ist natürlich schlecht. Dann muss ich eben nochmal erst den Text kopieren. Klicke auf Bearbeiten. Sage Einfügen. Dann muss ich hier wieder die Zwischenräume rausnehmen. Jetzt. Und klicke jetzt erstmal auf Speichern, damit ich sicher habe. jetzt gehe ich auf den Link, den ich schon vorbereitet habe zu diesem Bild. Und gehe wieder in diesen Freitextbereich. Also Bilder füge ich auch ein in diesem Freitextbereich. Hier ist in diesem Editor habe ich die Möglichkeit, Bilder auszuwählen. Gebe hier die URL ein, die ich jetzt in meinem Zwischenspeicher habe. Ich sage okay. Und jetzt ist das ja ziemlich groß, dieses Bild. Viel zu groß. Jetzt habe ich aber noch Bildeigenschaften und die kann ich formatieren. Jetzt sage ich, dieses Bild soll nur 300 Pixel breit sein. Ich sage, okay, jetzt ist es schön klein. Und das Gleiche mache ich jetzt mit dem anderen Bild. Jetzt muss ich mir wieder aus der anderen, hier muss ich mir wieder den Link holen. Ich sage hier noch ein Bild einfügen, gebe hier die URL ein. Jetzt ist das ein bisschen komisch, aber es funktioniert. Und auch hier sage ich wieder, dieses Bild soll nur 300 Pixel breit sein. So habe ich jetzt ein paar Bilder eingefügt und es geht ja in meinem Inhalt um PowerPoint und kann jetzt sagen, genau so sieht es aus in PowerPoint, solche Möglichkeiten gibt es. Gehe mal einmal auf Speichern und Sie sehen jetzt auch schon in der Vorschau, das ist nämlich auch das Schöne, wenn ich jetzt Bilder einfüge, die klein sind, wenn ich einmal draufklicke, dann kann ich mir das in groß im Original, in der Originalgröße anzeigen lassen und wenn ich wieder draufklicke, wird es wieder kleiner. Auch das können die Studierenden so machen. Genau, so, das war also das Thema Bilder einfügen. Jetzt in meinem Word-File möchte ich auch die Original PowerPoint zu den Abbildungen hier einfügen. Da kann ich den Text erstmal kopieren und gebe das hier ein. Und jetzt soll sich hier hinter der Link verbergen, wo man eben zu dieser PowerPoint, wenn man sich die genau angucken möchte, auch die Originaldatei bekommt. Das heißt, hier gebe ich einen Link ein, aber den muss ich erst wieder kopieren, auch das habe ich vorbereitet. Der Link ist das hier. Die Datei gibt es tatsächlich auch auf unserer Webseite, die auch wieder von Rainer Jakobs stammt aus Osnabrück, der die vorbereitet hat, der mal ein interessantes Webinar auch zu PowerPoint gemacht hat und auch der Link funktioniert tatsächlich. Und dann gebe ich jetzt hier, jetzt habe ich das hier noch markiert, ich habe den Link kopiert. Ich sage hier den Link einfügen, gebe die URL ein und gehe auf OK. Und jetzt habe ich hier den Link eingefügt. Ich gehe wieder auf Speichern und Sie sehen, jetzt ist hier der Link drin. Wenn ich hier draufklicke, dann bekomme ich tatsächlich diese Datei, die PowerPoint-Datei und kann mir die runterladen. Aber das will ich jetzt nicht. Ich sage abbrechen und gehe zurück. Genau. Und so sehen das dann die Studierenden auch. So, dann habe ich jetzt als nächstes noch, was habe ich noch in meiner schönen Datei? Ach, genau, jetzt möchte ich noch eine Aufzeichnung von dem besagten Webinar von Rainer auch noch hinterlegen. Da habe ich einen Text vorbereitet, den muss ich auch wieder in das Freitext in diesen Courseware-Bereich hineingeben. Jetzt muss ich wieder natürlich auf Bearbeiten klicken, hier oben. Jetzt gebe ich hier den Text ein und wenn ich das Video integrieren möchte, dann kann ich das nicht in diesem Block machen, sondern ich brauche einen anderen Block, nämlich einen Videoblock. Ich speichere das also,
diesen Block, also in diesem Freitext-Block, den verwende ich für Text und für Abbildungen und für Links. Wenn Sie jetzt ein Video hinzufügen wollen, dann gibt es hier den Video-Block. Den wähle ich aus und ich sage Block hinzufügen. Da kommt jetzt diese Ansicht und Sie haben hier eine Möglichkeit, auch den Videotyp anzugeben. Und da gibt es verschiedene Typen. Es gibt eingebettetes Video, iFrame, das kann man für alles verwenden, auch für auch wenn Sie das in StudiP hochladen, das Video, dann wird das auch über dieses eingebettete iFrame gemacht. Ich muss mal kurz gucken. Sie sind noch alle da, glaube ich. Es ist nämlich ein bisschen schwierig. Ich bin so viel jetzt hier in diesem freigegebenen Modus, sodass ich dann manchmal gar nicht weiß, sind Sie noch da. Aber Sie sind noch da, das ist schön, zumindest in der Teilnehmerliste. Genau, Video. Hier kann ich die Quelle eingeben. Ich nehme mal das eingebettete Video iFrame, wähle ich mal. Ich gehe in mein vorbereitetes Word. Ich kopiere diesen Link. Und gehe wieder zurück und gebe den Link hier ein. Jetzt wundern Sie sich vielleicht, ich hatte doch vorher auch schon YouTube als Auswahlmöglichkeit. Das stimmt auch, ich habe es aber nicht hingekriegt, das dort zu verlinken. Das scheint noch ein kleiner Bug zu sein. Aber das Schöne ist, wenn ich jetzt auf Speichern klicke. Achso, ich muss hier nochmal Nutzung von PowerPoint. Den Titel des Videos gebe ich hier nochmal ein, der dann auch in der Lerneinheit erscheint. Ich habe jetzt also den iFrame, ich habe die URL, ich kann das Seitenverhältnis angeben, ob 16:9 oder 4:3 und dann klicke ich auf Speichern. So, jetzt habe ich also hier die Aufzeichnung des Webinars von Rainer mit drin und wenn ich jetzt auf Bearbeiten klicke, dann sehen Sie, dass es automatisch als Videotyp YouTube erkannt wurde. Das heißt, es macht nichts, dass ich da vorher iFrame verwendet habe, sondern es wird sofort erkannt, es ist YouTube. Die YouTube-ID wird mit aufgeführt. Und was schön ist, hier unten haben Sie die Möglichkeit, also hier bei Start und bei Ende, anzugeben, von welcher Minute und Sekunde es anlaufen soll. Und dann können Sie auch einen Endzeitpunkt bestimmen. Das heißt, selbst wenn das Video irgendwie 20 Minuten dauert, dann können Sie hier bestimmte Bereiche markieren, dass es eben doch nur diese eine Sequenz von einer Minute ist, die dann dargestellt wird. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Funktion, auch hier in Courseware, gerade wenn man mit Fremdmaterial arbeitet, wo man nicht das Ganze sehen möchte. Genau, also hier gehe ich auf Speichern und jetzt habe ich hier auch mein Video drin. So, was habe ich noch als letztes, was ich noch als Inhalt mit hineingeben möchte, ist eine Übungsaufgabe. Diese Übungsaufgabe habe ich auch vorbereitet, also diese auch eine Frage zu PowerPoint, zu den Funktionen von PowerPoint und die möchte ich jetzt umsetzen. Ich kopiere das gleich mal. Dann muss ich gleich nicht wieder zurückspringen und gehe wieder in Courseware. Und jetzt muss ich wieder einen neuen Block hinzufügen, weil ein Frageblock auf dieser Seite, dafür gibt es wieder einen extra Block. Und da gibt es Selbsttests, also da das ist die Funktion, wo die Studierenden sofort oder die Teilnehmenden sofort Rückmeldung kriegen, ob sie etwas richtig gelöst haben oder nicht. Und sie haben das Quiz, so eine Übung, wo Sie dann zu einem bestimmten Zeitpunkt die Übung durchlaufen haben müssen und erst dann gibt es Rückmeldung, wie er ausgefallen ist, der Test. Genau, ich wähle jetzt aber Selbsttest und ich sage Block hinzufügen und
Jetzt sehe ich, dass ich da tatsächlich schon, das habe ich vergessen zu löschen. Eigentlich wollte ich das löschen. Sie sehen aber jetzt tatsächlich, dass etwas drin ist. Normalerweise sollte da jetzt stehen, weil Sie noch nicht im WIPS waren, dass noch keine Fragen da waren. Ich simuliere das auch gerade mal und lösche das nochmal, was ich hier in WIPS habe. Nämlich das hier, das habe ich schon erstellt. Huch. Das lösche ich nochmal, weil das wollte ich Ihnen gar nicht zeigen. So, das lösche ich nochmal. So, und jetzt gehe ich zurück in Courseware und sehe hier, es gibt, achso, ich muss wieder erstmal wieder in den Autorenmodus. So, und jetzt, wenn ich jetzt bearbeite, dann gibt es keine Aufgabenblätter des Typs Selbsttest. Das heißt, man muss erstmal Courseware erkennt, was in WIPS hinterlegt ist oder nicht. Also die Aufgaben können nicht direkt in Courseware erstellt werden, sondern dafür braucht man das zweite Plugin WIPS. Hier in diesem Plugin werden die Aufgabenblätter und die Übungen erstellt. Und hier auf der linken Seite sehen Sie die Möglichkeiten, Aufgabenblatt neu zu erstellen. Das ist auch erstmal das, was wichtig ist. Und da klicke ich jetzt auch drauf. Ich sage, ich erstelle ein Aufgabenblatt. Das ist erstmal sozusagen den Aktenordner, den ich hier erstelle. Ich kann hier noch keine Aufgaben an sich erstellen, sondern ich erstelle erstmal den Rahmen für die Aufgaben und sage hier Funktionen oder Nutzung von PowerPoint. Oh, auch das hatte ich schon mal eingegeben. Beschreibung lasse ich jetzt. Ich kann hier entscheiden, welche Art der Aufgaben es sein soll, ob Selbsttest, Klausur oder Übung. Hier gehe ich auf Selbsttest. Und man muss einen Startzeitpunkt festlegen, unbedingt. Denn wenn der Startzeitpunkt, wenn der, nein, Startzeitpunkt muss man nicht unbedingt, doch, wenn Sie später starten möchten, dann schon. Wenn es erst später sichtbar sein soll, der Test, aber der Endzeitpunkt, der muss auf alle Fälle nach dem aktuellen Endzeitpunkt liegen, sonst ist nämlich dieser Test nicht zur Verf steht er nicht zur Verfügung. Ich sage jetzt einfach mal, der soll bis 2022 laufen und zwar bis zum 16. November. Dann hat man genug Zeit und so lange können die Studierenden diesen Test durchlaufen. Ja, das ist erstmal das, was festgelegt wird und ich klicke jetzt auf Speichern und jetzt habe ich die Grunddaten erfasst. Ich habe einen Titel, ich hab gesagt, was es für eine Art sein soll und ich habe die Laufzeit. Und jetzt habe ich hier unten auch die Möglichkeit, eine neue Aufgabe zu erstellen. Das heißt, ich habe jetzt den Ordner angelegt und jetzt kann ich die einzelnen Übungsaufgaben zu diesem Ordner erstellen. Da klicke ich drauf und Sie haben hier auch wieder verschiedene Möglichkeiten der Aufgabentypen. Sie haben Single Choice, Multiple Choice, Ja-Nein-Frage, freie Antwort, also ein Textfeld, Lückentext, wo Lücken ausgefüllt werden müssen. Textbox bin ich mir jetzt gerade gar nicht ganz sicher, was es ist, aber Sie haben Zuordnungsaufgaben, das war das, was ich Ihnen vorhin in dem Courseware von Rainer gezeigt habe, wo man die Bilder hin und her schieben konnte. Sie haben Formeleditor, also mathematischer Ausdruck, Sie können also auch mit Formeln arbeiten. Das sind die unterschiedlichen Aufgabentypen. Ich möchte jetzt heute für jetzt eine Multiple-Choice-Aufgabe haben. Also wähle ich den Aufgabentyp und ich sage erstellen. Und ich habe ja auch schon diese Fragen, ja, das habe ich mir vorhin ja schon notiert oder kopiert und ich bringe das jetzt hier einfach mal rein über Einfügen. Und ich sage jetzt den Titel, der soll heißen Funktionen in PowerPoint. Das ist noch nicht die Frage, aber die Frage heißt, welche Funktion deckt PowerPoint ab? Jetzt habe ich hier die verschiedenen Möglichkeiten, die habe ich extra hier oben reinkopiert, weil man die dann so schön da wieder rauskopieren kann. Weil die gehören natürlich nicht da oben rein, sondern die gehören hier unten rein in die Antwortalternativen. Jetzt nehme ich die hier raus. Und auch das nehme ich da raus. Das nehme ich raus. Und, ups, habe ich das eh vergessen? Das soll natürlich auch komplett sein. Und das nehme ich raus. So, jetzt habe ich also hier die Antwortalternativen eingebracht. Sie können natürlich auch
mehr Antworten noch einfügen oder auch weniger. Also wenn Sie Dinge nicht eintragen, hier dann werden die Platzhalter hinterher automatisch gelöscht. Hier oben muss ich noch diese Nummerierung rausnehmen. So, und jetzt habe ich einen Titel, ich habe die Frage, ich habe die Antwortalternativen. Was noch fehlt ist, welche Antworten sind richtig. Das muss ich noch angeben und es sind tatsächlich alle richtig. Deshalb markiere ich jetzt alle als richtig und dann speichere ich das. So, jetzt habe ich also in WIPS diese Aufgabe erstellt und jetzt, um diese Aufgabe auch in Courseware zu haben, muss ich die wieder in Courseware einbinden. Also gehe ich jetzt zurück in Courseware, scrolle nach unten. Ach so, ich muss wieder in den Autorenmodus. Ich scrolle nach unten, gehe hier in die Bearbeitung und jetzt steht hier, dass ich das Aufgabenblatt Nutzung von PowerPoint erstellt habe. Und ich kann das hier auswählen und ich sage Speichern. Und jetzt habe ich diese Frage hier. Und kann jetzt auch schon mal ausprobieren, ob es funktioniert. Funktioniert. Wenn ich das jetzt hier nochmal abschicke und nochmal, dann kommt beim dritten Mal hier die Lösung vorgeschlagen. Und ich kann auch, dadurch, dass das ein Selbsttest ist, den kann man natürlich so oft wie möglich, also so oft wie man möchte, wiederholen, kann ich die Antworten auch zurücksetzen und kann die dann irgendwann nochmal wieder machen, durchlaufen. Ja, so, jetzt habe ich also hier auf dieser, in Courseware, einen Lerninhalt erstellt. Ich gehe jetzt einmal wieder in den Studentenmodus, um mir nochmal das anzugucken, was ich hier so gemacht habe. Man sieht auf der linken Seite die Navigation und man sieht auf der rechten Seite jetzt insbesondere die Seite, die wir jetzt gerade erstellt haben, mit den Abbildungen und den Links, dem Video und der Frage.